Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Infinite Fusion. Ja, in der letzten Folge sind wir auf dem Weg nach zur Höhle gewesen, wo wir dadurch dann nach Lavandia kommen, um halt in die nächste Arena zu kommen, um dann halt erst den Turm zu machen, um dann halt noch ein bisschen zur Pflanzenarena zu kommen. Ich wollte ja dann noch jemanden beibringen, Blitz zu lernen. Und ja, ich hoffe, das klappt auch. Und ich muss nicht unbedingt Vati das beibringen, sondern es kann auch jemand anders lernen. Weil das wäre schön. Oh Gott, ein Schneckmakraupi. Ah, ich hätte 1000 sollen. Aber egal. Oh, Crit. Oh, er hat da Feuersturm oder Flammenbogen gemacht. Der hat sich gerade Genesung gerade eingesetzt. Flammenburst. Flammenshade ist das nicht. So, das war's mit ihm. Weil Feuerattacken, Flammenwurf, Flammenwurst. Ja, das mache ich dagegen weg, weil das eine höhere Quote, eine höhere Trefferquote hat. So. Und bei Glutexo ist es ja auch so. Es ist ja physisch so wie speziell, weil es ja gleich stark, da muss ich nur gucken, wie das dann bei Glurak wird. Ja. So. Ist nicht so sehr effektiv, weil, wegen Wasser. Ja, das wäre auch sehr effektiv. Oh, Onyx und zu rettern. Doch rettern. Das war's mit dem Krabhammer. Ja. So. Es wird hier noch ein bisschen. Oh, Mauzi und Macholo. Gut. Flammenwurf. Oh, das hat's nicht überstanden. Oh. Okay, das war's schon. So. Oh, wir waren echt nicht sehr weit entfernt. Ich hätte das doch noch bisschen machen können, aber ja, wir gucken jetzt mal, ob ich die CM Blitz habe. Cut, Teleport, Flash, da. Flash ist Blitz und wen kann ich das beibringen? Ja. Dann muss Butara erstmal ran.
Weil Stun Powder, weil wir brauchen unbedingt Flash. So, oder muss ich noch einmal ein paar Missionen machen? Captain Quests. Was machst du? Mal gucken. So. Pikachu. Ja, gegen Manda. Einmal Flammenwurf. Ja. Das ist schon nicht schlecht. So. Nein. Oh. Ich hätte wechseln sollen. Es ist Wasser. Fee. Fee. Fee doch Wasserfee. Statt Gestein. Aber. Oh. Gut. Dann mache ich mich mit dem Blut dich fertig. Wollte er es eigentlich ersparen. So. Ja. So. Oh. Rückkampf. Okay. Es war jetzt zwar ein Versehen, aber ist ja nicht so schlimm. Es ist ja. Es kommt ja nur uns zugute. Weil. Ja. So, jetzt weiß ich ja, was das ist. Und mit Zoran. Hoffentlich kannst du Giftangriffe. Weil das wäre nicht schlecht. Wing Attack, Poison Butt, Rock Smash. Oh. Ne, ich habe keine super. Das trifft sich nicht. Oh, das hat noch harte Verteidigung. Rock Smash. Ja. Also ist es Gestein, wie ich es mir gedacht habe. Na komm. Mach nochmal ein Rock Smash. Das war's. Super. Ja. Das erhält nochmal Erfahrungspunkte. Okay. Da unten, dafür brauchen wir aber Surfer. Aber wir haben ja keine 10 erledigt. Dann dürfte das eigentlich Flash nicht sein. Aber ich probiere es einfach mal. Oh, nicht back. Flash. Doch. Gut. Also kriegt man Flash schon statt mit 10 mit 5. Okay. Gut zu wissen. Wenn ihr das Spiel ausspielt, ja, oder spielen wollt, Link ist in jeder Folge immer in der Videobeschreibung. Oh, Pepe und Smogon. Ja, Gift ist dagegen uneffektiv, aber mit dem Blut ist das nochmal weg. Ja, so. Dann geht's weiter. Oh. Ich habe ja wieder vergessen, den Speed einzuschalten. Merke ich erst jetzt. So. Ich nehme hier auch jeden Gegner mit, weil
Es ist gut, dass halt wegen Vatim brauchen wir noch zwei Level. Und dann bin ich gespannt, ob das klappt. Wenn nicht, muss ich halt Ampharos ja, erstmal defusionieren und dann neu fusionieren. Machomai. Mashok, verdammt. Gut, Krapauer. Yep. Das war's. Nein. Okay, dann noch ein Biss drauf. Das war's dann damit. Super. Ja. So. Mach mal auf Kampf. Habe ich noch nicht. Aber brauche ich auch einen, nicht einen Kampf-Pokémon. Weil Gestein hat auch Schwäche Wasser. Oh Gott, Pummeluff und Mauzi. Psychonormal, Phänomal. Normalfesorum. Oh, und das Bisaduflor ist das auch weg. So. Ja. Ey. Das soll schon Magma. Ach du Heilige. Okay. Magma und Fleckmann. Kopfnuss. Mach einfach. Klapphammer. Jupp. Oh. Flammenkörper. Aua. Gut. Flammenkörper macht das unsere physischen Angriff weniger ist. Ah, ein Wanderer, super. Okay, Kleinstein-Ivita dürfte Gestein-Flug sein. Ja, ist es auch. Hm. Das war's. Problemanda. Ja, wenn es Gestein-Flug ist. Weil, Elektroball. Ja. Es ist nicht mehr Erde. Ja. Gut, dann erstmal raus aus der. Oh, nee. Item mitgenommen. Okay. Gut. Ach, hallo. Runo. Ja, Wing Attack. Dass das auch ein bisschen trainiert wird. Level 29. Ja, kriegst du den Konfusstrahl. Ah, noch ein Wanderer. Alles mitnehmen. Mankey. Ja, ich müsste auch erstmal dann zurück um. Oh. Super. Na, kriegst du die Poison. Ah, du stirbst nicht für die Poison. Schade. Wartejob, nicht sehr effektiv. Aber Ring Attack war's. Es wäre auch durchs Gift gestorben. Smogon und. Okay. Aber. Defense Kill, okay. Aber es dürfte. Okay, das war's.
Dann mach du ihn kurz, Vati. Mit einem Elektroball. Ja. Super. Okay, ich hätte es auch mit dem Donnerschock erledigen können. Aber ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. So. Ja. Vollbart. Einfach einen Krapper machen. Ja. Damit du auch geheilt wirst. Ach, Mankey hatte ich schon. Aber das dürfte es weg sein. Weil so gute Abwehr haben die nicht. So. Ja. Super. So, dann einmal heilen, das ist das Allerbeste, damit wir auch wieder zurück können. So, weil wir machen, auch wenn es die Folge etwas länger wird, wir werden die Höhle komplett durchmachen, das heißt bis Lavandia, auch mit Kämpfen, weil kommt halt unseren Pokémon halt ganz gut, weil Glumanda soll ja zu Glurak werden, weil in Lavandia haben wir noch unseren Rivalen noch im Turm zu bekämpfen und ja, den würde ich ganz gerne noch in der nächsten Folge schon machen. Und ja, um da halt besser hinzukommen, müssen wir halt die Höhle so gut wie durchmachen. Aber ich versuche ja das auch hier im Speed-Modus. Oh, okay, hier unten war nur ein Item. Gut, dann muss es da wirklich oben weiter lang gehen. Gut. Es ist mir nicht aufgefallen, aber die Pokémon lernen es nicht. Man sollte sich nicht mit dem Duftex so anlegen, dass gerade sein Team beschützt. So, halt. Hier oben war ich ja. Heißt, ich muss in die Richtung. Okay. Oh, dafür nutzt halt einfach Blut. Weil das ist nicht, ist kein Flammenwurf wert. So. Gut. Oh, Starnix. Stalos und Onix. Gut. Das ist aber ein Flammenwurf nötig und noch ein Blut. Das war's damit. Oh, ein Pokémon. Ja. So, Kleinstein. Da wechsle ich zu Garasekt. Okay. Ja. Krapauer. Das müsste für dich gewesen sein, Kleinstein. So. Ja. Georock. Na, ah, Robustheit, ich hasse es. Intensität, auch süß. Dann machen wir es. So. Dann dürfte jetzt... Oh.
Onyx und Radikal. Ja, das war auch nichts. Das Oryx. Ah. Ja, immer jeden Gegner mitnehmen. Nein, wir wechseln wieder da drauf. Weil es braucht ja auch noch ein bisschen Training. Weil die Pflanzenarena wird ja auch noch ein, falls Glurak, das wird ja dann hoffentlich soweit sein, weil ich nutze dann auch da jeden Trainer. Oh, Heron und Georg wird ja dann die Pflanzenarena ja komplett erracken. Wenn nicht, sollten wir noch irgendwas in der Hinterhand haben, um halt den Pflanzenarena noch zu plätten. Es wird halt ein bisschen schwieriger, weil es ist selber Käfer Wasser, das heißt, es hat sowieso schon ein bisschen Schwäche. So. Ja, jetzt hoffe ich, es klappt. Ja. Ja, es hat geklappt. Super. So, wir haben jetzt ein Ampharos Thunderpunch. Ja. Wir machen. Also paralysiert ist. Wir haben jetzt wirklich das Mega Ampharos. Das wird auch ja so ein bisschen der Titel sein. Flamme. Für das Video, das weiß ich jetzt schon. Und dann verlinke ich hoffentlich auch noch das Video, wie man das macht. Das ist ja leider ohne Stimme. Das tut mir auch jetzt nochmal leid, weil das ist ja ein Fehler von meiner Seite aus gewesen. Ja. So. Falls ihr euch die Folge nicht angeguckt habt, guckt sie euch an, dann wisst ihr auch, wie man die Pokémon bekommt. Und ich glaube, Onyx fange ich mir, weil ich glaube, Stalos hatte auch. Ja, Mega Stalos. Nee, Stolos. Oh Gott, das heißt, man müsste das machen, aber ich glaube, nein, ich brauche auf jeden Fall, das weiß ich, zu 300%ig, dass ich ein besondere, dass ich ein Pokémon mache, das auf jeden Fall zum Mega wird. Ja. Dann gehen wir nach oben. Perfekt. Super Potion. Und dann gibt es noch einen Kampf. Pomelos. Okay, Glutexo. Das wird eine einfache Aufgabe für dich. Ja. Das dritte. So, Ampharos, du bist dran. So. Mach mal einen Thunder Punch. Das war logisch. Logisch. Ach, Porenta und Mauzi. Donnerschlag reicht. Super. Das ist super gemacht von dir. Oh, hier braucht man Zertrümmerer.
geheimen Ort zu erwischen. Ups. Ja. Aber Mankey brauchen wir trotzdem nicht. Mach mal bitte. Danke. Ah. Gut. Tiny Mushroom. Das Pokémon bekommen. Super. Ja. Stahl. Ups. Das war falsch. Stahl. Geist. Damokles. Ja. Und Damokles werde ich auf jeden Fall trainieren. Weil das ist ein verdammt guter Tank. Wenn man ihm die richtigen Attacken beibringt. Das Ding kann auch ziemlich heftig werden. Und wenn ich ein Ditto habe, also da muss ich jetzt ein sehr gutes Pokémon zu finden, was physisch gut ist, weil ich wollte eigentlich den Trainer mitnehmen, aber egal. Die Hint weggedreht hat. Passwort. Ja, das heißt, das wird auf jeden Fall ein Pokémon sein, was ich mit was fusionieren werde. Ich überlege gerade nur mit was. Am besten, ich brauche den hinteren Typ. Entweder nutze ich den hinteren Typ Geist oder ich nutze den vorderen. Ne, ich glaube, das ist Geist Stahl, also so rum. Was werde ich halt noch mal sehen. Aber. Oh. Das hätte ich hätte tauschen müssen. Egal. So. Nein. Oh. Süß. Das, was auch noch süß ist, das. Dass du ein bisschen verbrannt bist. An deinen Wurzeln. So. Ja. Und dieses Mauzi. Aber Lutexo mag es ganz gerne auch gebraten. So, Pikator. Nein, ich wollte. Oh, Tauboba. Ich hätte wechseln können. Aber ich kenne halt den englischen Namen nicht. Hä? Nein. Oh. Okay, Mirapla. Okay, ich penne. Von Swissray. Okay, ich bin und verwirrt. Okay, es ist Geist gewesen. Geistgift müsste das gewesen sein. So. Ist ja egal. Ein Kleinstein. Wow. Mach ein Ember. Dürfte es gewesen sein. Nein, es hat auch überlebt. Ja. Irgendwas fällt mir mit Geo-Batz noch ein, weil entwickeln sich ja alle ohne Tausch, weil das wäre ja sonst ein bisschen schwieriger hinzukriegen. So. Ja. Ich hab. Ja, ist gleich. Wir sind hier gleich draußen. Ja, Muschas und Schlurp. Da wechsle ich aber wirklich. Da kommt mein Mega-Anforos. Ja. Wow. Weißt du was? Das. Okay.
Muss ich jetzt nur gucken, wenn es sich jetzt. Es hat immer noch einen Spezialangriff höher als physisch. Okay, das heißt, Donnerschlag kommt weg. Oh, Pinsir und Machomai. Mashup. Brick Break. Bringt dir nicht so viel. Ja, Ampharos hätte ich schon bei Misty gebrauchen können. Aber naja, Misty war ja schon etwas schwieriger. Aber wir haben es jetzt geschafft. Vor dann noch den Wanderer raus. Ich weiß, wir können noch uns den das Item dann holen. Das werden wir machen. Und ja. Das war. Okay. Du weißt aber schon, dass ein Loot ausreicht. Geodude, ja. Auf Karasek. Okay. Krabama. So. Sandler. Oh, und Sandama und Georok. Aber nee. Doch. Entweder ein Sandan und Georok oder ein Sandama und Georok. Aber das war's ja schon mit dem Trainer. So, wir haben noch eine Max Potion bekommen. So. Und wir haben noch einen Smellrock bekommen. So. Was bist du? Ja. Drillworm. Mal gucken. Boden. Nee. Yes. Nein. Dann behalte ich ihm die 2000. So. Und dann sind wir auch in Lavandia angekommen. Ja. Das war ja jetzt schon eine leichte Runde. Also würde ich sagen, beende ich auch hier die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch ein Like da. Falls ihr Tipps und Tricks habt oder Fusion sehen möchtet, ruhig in die Kommentare. Und ich würde ganz gerne, wo ihr das Ampharos gesehen habt und wissen, wie ihr das macht, guckt euch einfach in der Videobeschreibung oder in der Infokarte, nicht Infokarte ist da oben, sondern im Abspann hoffe ich, dass ich nicht vergesse den Trailer dafür, also das Video, wo ihr man, wie man das bekommt, sieht. Oder ihr guckt euch, das sage ich euch jetzt, die zwei gleichen, was kommt am Ende raus, Folge an, wo halt ohne Stimme ist, aber das Video ist ja auch deswegen ein bisschen kürzer. So, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ruhig auch abonnieren. Und ich sage ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.